Spielphilosophie, Balleroberung mit hoher Aggressivität und dann innerhalb weniger Sekunden zum Abschluss kommen. Neuer Spielstand 1:0. Sie sind mit Schwung, mit Elan und mit einem Tor zurückgekommen aus der Kabine. Sucht seinen Mitspieler. Er hat ihn einfach stehen lassen. Flanke. Sehr vor dem Tor, freier vor dem Tor, am allerfreiesten vor dem Tor, der macht das Ding nicht rein, das ist einfach nur schlecht. Direkt in den Fuß des Gegenspielers. Versucht den Pass da durch die Gasse. Das Ding ist ganz heiß und der Schiedsrichter sitzt. Toren vorn. Bei so einem Angebot kann er doch nicht nein sagen. Da sind bei denen die Navigationssysteme komplett ausgefallen und sie haben das sofort erkannt. Sie waren ganz abgezockt, sie haben es ausgenutzt. Albanien. Jetzt wird eine ganz bequeme 2-Tore-Vorsprung. Also beim Stande von 1:0 war die Partie noch ziemlich offen, aber 2 Tore Unterschied, das ist schon ein gewaltiger psychologischer Vorteil oder ein Nachteil, ganz wie man will. Das ist schlitzohrig. Er treibt das Spiel voran. Schauen wir mal, ob was dabei rumkommt. Sucht seinen Mitspieler. Er hat ihn auf den probiert. Und das ist es doch wohl schon gewesen oder etwa nicht? So eine Einladung möchte ich auch mal gerne bekommen. Da haben Sie die Situation richtig erkannt. Das Anspiel kommt an, der Abschluss stimmt sowieso. Ein schöner rausgespielter Treffer. Damit also steht es 3:0. Das ist schon ziemlich weit weg, aber vielleicht für ihn nicht zu weit. Absolute Spitzenklasse! Klasse Abschluss! Unglaublich! Mein lieber Mann, der Abstand hier wird immer größer. Das geht jetzt einfach viel zu einfach. Treffer zeigt ganz eindeutig, was das für ein überragender Fußballer ist. Bei runden Bällen gibt es kaum einen Spieler, der für so viel Torgefahr sorgt. Sie setzen hier noch eine drauf. Was nehmen wir aus dieser Partie mit, Hansi? Sie stehen kompakt, sie sind solide, sie stehen sicher, wenn sie selbst